Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Wir gehen direkt aus der Höhle raus. Tun wir anscheinend nicht, wir gehen nur in einen anderen Bereich. Okay. Machen wir hier einfach weiter. Habe ich gerade was Komisches gehört. Wir gehen jetzt als erstes nach rechts. Weil irgendwo muss man halt anfangen. M37 Schrotflinte Kaliber 12. Nicht schlecht. Oh. Nahrung voll, was soll denn das heißen? Ich muss gerade eh was essen. Essen wir mal hier diese langweiligen Sachen auf. G, hatten wir G schon? Ich weiß immer nicht, welche Schlangen wir schon hatten. Riesenanaconda, ja. Die hatten wir schon. Dann geht's hier aber noch weiter. Frösche erstechen. Weil warum nicht? Sind wir nicht eigentlich alle kleine Froschhasser in uns drin? Oh, das ist hier immer noch Tunnel. Was ist das? Uniform Schnee. Das wird uns hier sicher sehr weiterbringen. Ah. Darf nicht vergessen, da war noch ein anderer Weg. Hier möchte ich gerade wirklich alles erkunden in dieser Höhle. Diese Höhle ist da sehr... Die spricht mich da an und die Krabbe sieht anders aus. Bevor er jetzt wieder sagt, Nahrung voll. Esse ich direkt irgendwas auf, so eine Ratte. Oh, ist die süß. Das ist einfach nur eine Krabbe. Vorher hieß die Krabbe an... Nee, okay, Mangrovenkrabbe. Die hatten wir schon. Die sahen nur so grünlich aus, die hier. Dann steche ich sie trotzdem ab. Ich hoffe, den Weg muss ich nicht ganz wieder zurückkrabbeln, weil ich will auch den anderen Weg mir angucken. Ich hoffe, da gibt es dann irgendeinen Shortcut oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Bin ich vielleicht im Kreis oder sowas gegangen? Okay, wenn ich nach links gehe, komme ich zurück. Schnell nochmal irgendwas essen. Nom nom, Mangrovenkrabbe. Oh, ist das lecker. Nee, die hatten wir auch schon. Aber wir werden hier gut ausgerüstet in der Höhle, wenn wir fleißig erkunden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es darauf ausgelegt ist, dass man hier eigentlich gar nichts sehen soll. Gehe ich jetzt gerade richtig? Also, richtig im Sinne von falsch. Das ist jetzt sehr verwirrend, aber ja. Ja, von hier kam ich und dann geht's hier weiter. Irgendwie, ich weiß nicht, in dieser Höhle, da habe ich das Gefühl, hier kann ich wirklich alles erkunden, weil alles von Wänden abgesperrt ist. Also oben, unten, links, rechts und so weiter. Also... Keine Ahnung, die Höhle ist wirklich so, ich habe das Gefühl, ich kann das hier alles erkunden. Und darum will ich das auch. Das wirkt ein bisschen weniger offen einfach, als die Gebiete davor. Ah, wir müssen jetzt, ja genau, bestimmt gegen den Hornissenmann kämpfen und dabei immer wieder untertauchen. The sons of the boss. Ha! I am the pain. Ha! I will guide you to a world of anguish beyond your imagination. Okay, nehme ich die Betäubungswaffe oder die normale? Überlegen. Ich glaube, ich nehme die Betäubungswaffe. Oder welche Munition finde ich hier? AK-47.
Dann nehme ich die normale Waffe. Kann er hier jetzt verschiedene Arten von Angriffen mit Bienen machen, oder wie? Das ist doch krank. Okay, ich kann sie aber auch zerschießen. Warum habe ich mich jetzt hingelegt? Ich wollte eigentlich hier runter hüpfen, genau. Oh, was haben wir da? Es geht doch bisher ganz gut. Weil sich eigentlich gar nicht bewegt, könnten wir jetzt doch eigentlich mal die AK rausholen. Dabei machen wir möglichst viele seiner Hornissen auch noch nebenbei kaputt. Haben wir ihn jetzt schon fertig gemacht? Der hatte doch noch Leben, oder? Der erscheint mir bisher aber auf jeden Fall nicht sehr schwierig. Der sieht echt so aus, als würde er seinem Namen alle Ehre machen. Der hat Hornissen in sich drin. Die Flugzeuggeräusche machen. Okay, naja, es geht noch weiter. Schnell verarzten. Der hat mich gerade mit irgendwas getroffen. Also, das ist eine schusswunde Kugelbienenwunde. Kugelbienen frisst Körper von innen. Noch nicht desinfiziert. Kugelbienen, also. Und jetzt mit dem Messer fällt raus. Kugelbienenwunde. Muss ich da einfach was gegen normale Schusswunden tun? Ja. Ah, die Granate kam genau in diesem Moment. Oh, bin ich denn noch ausgewichen? Ich dachte, vorhin war auch irgendwas im Wasser explodiert. Ah, die tragen die Granate so in sich. Darum... Ah, sie sind keine Granate, sie tragen sie nur. Das ist natürlich clever. Also sie hatten gerade eher links gehört von mir, akustisch einfach. Ich kann mir vorstellen, dass sie da nutzen, dass sie halt Stereo haben. So, ich wollte nachladen, darum habe ich nochmal geschossen. Nö. Das ist aber echt schön hier in dieser Höhle, das Spiel. Solange man hier einigermaßen ausweicht, geht's doch eigentlich. Also das ist
Scheint mir gerade einfacher als der Kampf gegen den Revolver Ocelot. Und die Höhle ist so schön, visuell einfach. Oh. Hä? Was macht er jetzt? Hat er jetzt einfach ein Maschinengewehr genommen und Maschinengewehr gesagt? Oh, ich habe ihn erschossen, während die Bienen auf mich draufgingen. Nee, das war echt nicht so schwierig. War eine coole Idee, also mit dem Wasser, finde ich. Dass man immer wieder untertauchen muss. The pain. The pain. The pain. Geil. Explodierter, verrückter Typ mit ganz vielen Hornissen in sich. Ah, und hinter ihm geht's weiter. Da ist der Durchgang. Das wäre dann schon mal ein kürzerer Schwanz für die Kobra. Versteht ihr, weil wir... Nein? Okay. Moment, ist das die Betäubungs? Nein. Ich will wissen, ob ich die Fische schon hatte. Kriegt man sogar zwei Stück von. Das ist doch mal was. Oh, wie toll er auch hier heilt, weil wir ja noch in der Höhle sind. Ich glaube, C-Fisch hatte ich auch noch nicht. Doch, schmeckt recht gut. Dann gucke ich mal kurz mit meinem... Wo ist es denn? Da. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ist da unten etwas? Ich glaube, das ist nur die Spiegelung davon nicht. Ja, ist es auch. Moment, jetzt bin ich geografisch komplett durcheinander gekommen. Ich gehe mal da hoch. Also da geht's raus. Von da kommen wir nicht, oder? Genau, da geht's raus. Ich will aber hier nach rechts erstmal. Ja, rechts, nach hinten, wie auch immer. Da weiß ich noch nicht, was mir das bringen soll, hier runter zu hüpfen. Vielleicht hätte ich für Pain auch im Nahkampf besiegen können. Das wäre ziemlich cool gewesen. Ah, hier war ich doch vorher. Okay, hier oben gibt es aber auch kein Item. Gibt es hier irgendwas zum Abschießen oder so? Nee. Hier vielleicht? Oh, er springt ja gar nicht rüber. Das ist so, das spielt so damit, dass man erwartet, dass man da rüber springt. Also ich erwarte das zumindest sehr krass, weil ich das vom Videospielen so gewöhnt bin, dass ich an solchen Stellen runterspringe. Haben wir eigentlich Goggles auf? Ja, haben wir. Wenn wir jetzt aufsetzen, wie cool. Das erinnert natürlich an Sam Fisher. Peschera-Höhleneingang. Dann sind wir jetzt auch mal aus der Höhle draußen, glaube ich. Nö, immer noch nicht. Aber doch, das ist ja der Höhleneingang. Dann sind wir jetzt aus der Höhle hinausgelangt. Wäre super, wenn jetzt keine 2-Stunden-Cutscene kommt, weil der Part ist gerade schon langsam am Ende. Ist eigentlich sehr passend, dass ich denn gerade die Höhle verlassen habe. Ah ja, perfekt. Es wird auf mich gehört.
Hä? Warum tritt er denn die Schlange nicht vernünftig? Ach nee, so ein Frosch hatte ich eh schon. Magensaft. Was sind das so fleischfressende Pflanzen? Davon will ich dann aber auch eine haben. Oh, Moment, ich wollte den Part beenden. Ich weiß, ich weiß. Hatte ich hier noch was Neues? Komm, essen wir mal so ein Ding. Können wir mal ein bisschen was einfach aufessen. Können wir auch machen, dass er sich übergibt, wenn wir ihn zu viel essen lassen? Das wäre super lustig. Russische falsche Mango. Essen wir mal. Ah, die schmeckt dem Guten. Dem guten Solid Snake. Schlange Haar. Hatten wir so eine schon? Hä? Russische Schlange Haar. Welche war das? Ist ja gar nicht aufgelistet. War die das? Ich glaube schon, aber dann sind die in der falschen Reihenfolge irgendwie. Ich esse die jetzt auf. Ja, mir egal, Snake. So, dann geht's beim nächsten Mal dahin. Es ist sehr hübsch alles hier gerade. Das freut mich. Dann rufen wir doch mal die ebenfalls sehr, sehr hübsche Speicherdame an. You wanna say? Hold on a sec. Ach, alles ist schön. Alles auf dieser Welt. Besonders ich. Und alle Leute, die mich abonnieren, ihr müsst mich abonnieren, denn seid ihr hübsch. Snake, have you seen the movie Them? No. It's about these giant ants that appear in the desert of New Mexico after a nuclear test. The army tries to fight them off with flamethrowers. The ants were so big that they filled up the entire screen. The whole movie theater was screaming. An ant that big could make a good meal. Yeah, well, if you find any, don't eat them. Come on, they're not that bad for you. If you end up growing huge like that, you won't have any place left to hide. Just like a Gurlugon. Gurlugon? Was soll das bitte sein? Aber ja, es wird auch schon ziemlich offensichtlich, welches Thema sie hier mit dem Spiel vielleicht ansprechen wollten. Zumindest mit ihren Referenzen, dass es immer um irgendwas Atommäßiges geht. Aber ja. Das stört nicht. Wie gesagt, ich finde es immer noch klasse. Und die Dialoge sowieso. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Tschüss.